Miguel Berje, herzlichen Glückwunsch zum Sieg und zu deinem ersten Meisterschaftstor. Wie fühlst du dich? Ja, sehr gut. Die erste Goal war die erste Ball, das ich hatte in diesem Spiel. Und ja, besser, ich kann nicht heute. Wie hast du die Situation gesehen, die zu deinem Tor geführt hat? Ja, Moment für Mannschaft ist so gut und so ist alles so einfach auch für mich. Ich eingehen und ich habe nicht gedacht, ich hatte diese Ball und ich habe geschossen. In einer Woche geht es weiter in Biel. Was wünschst du dir für dieses Spiel? Für Biel? Ja, wie ich habe gesagt bevor, wir sind in einem sehr guten Moment und wir sind stark, wir fehlen auch stark. So, ja, ist alle einfach, wir müssen nur spielen wie heute und ich denke, dass wir können sehr gute Sachen machen. Danke vielmals. Wir diskutieren die heissesten Themen vom Schweizer Fußball mit den wichtigsten Gästen. Die Blog.ch Fußball Arena. Jeden Montagabend, 5:30 auf Tele1. Markus Schellibaum, herzlichen Glückwunsch zum 3-0 Heimsieg hier über Winterthur. Bist du rundum zufrieden? Ja, also vom Resultat her sicher. Und auch die zweite Halbzeit. Die erste Halbzeit haben wir Mühe gehabt. Zum einen ist Winterthur sehr gut gestanden, hat uns 3-0 eng gemacht und auch zugemacht. Zu wenig statisch gewesen, zu wenig Bewegung drin, aber die zweite ist schon optimal gelaufen. Auch das Eisel hat uns natürlich befreit und dann haben wir dann wirklich noch zur Gala aufgefangen. Sprichst du die zähe erste Halbzeit an? Was hast du der Mannschaft in der Halbzeit mitgegeben? Ja, dass es defensiv eigentlich gut war, aber im Offensiven sind wir zu wenig in der Bewegung gewesen. Man muss, wenn man sagen, drei Mengen machen, muss man viel in der Bewegung sein und auch wirklich dann die letzten 25 Minuten reingehen. Das haben wir zu wenig gemacht und das haben sie dann wirklich gut gemacht, die zweite Halbzeit. Das gegnerische Trainerteam kennt die FCA auch wie kaum jemand anderes. Hat das für dich etwas verändert in der Vorbereitung oder spielt das so wie keine Rolle? Nein, ich denke nicht. Klar kennt die Spieler, aber ich glaube, das war nicht massgebend heute. Ich denke, er hat seine Mannschaft hinter der Tour, die er einstellen muss. Und ich habe meine Jahre auch. Also von dem her, glaube ich, ist das kein Pluspunkt gewesen. Der FCA ist 2016 immer noch umgeschlagen, hat das dritte Meisterschaftsviertel können umgeschlagen beenden. Wie schätzt du die Entwicklung der Mannschaft ein? Ja, wie das Resultat zeigt und Punkte. Wir haben 21 Punkte geholt in der Rückrunde. Ich meine, das ist ein unglaublicher Lauf, den wir haben. Aber ich habe immer gesagt, dass die Mannschaft unglaublich eine grosse Arbeitsmoral hat, aber auch sehr schnell lernt. Und das ist immer etwas Schönes für einen Trainer. Und sie haben es auch relativ clever gespielt, intelligent. Das war auch nicht einfach gewesen heute. Es war ein bisschen wärmer gewesen und dass der Körper sich da nicht so gewöhnt ist. Es war nicht so einfach gewesen. Und darum habe ich gesagt, auch dort haben sie unglaubliche Fortschritte gemacht, dass sie auch das wirklich auch fokussieren, bis zum Schluss, dass man den Sieg heimholt. Danke vielmals.